Angst ist wie etwas, was dich von innen zersetzt. In einem langsamen und schmerzhaften Prozess. Angst ist wie ein Beschützer. Ein Beschützer, der es nur gut mit einem meint, der aber nicht immer gut für einen ist. Angst ist wie eine Krankheit. Manchmal kommt sie plötzlich wie ein Sturm. Manchmal schleicht sie sich langsam ein. Du bist hilflos und diesem Gefühl vollkommen ausgeliefert. Ich klage an! Alle, die mich täglich in Angst und Schrecken leben lassen. Grundlage von Propaganda. Insgesamt 3 Schritte. Schritt 1. Mache den Menschen Angst. Nimm ihnen jegliche Hoffnung mit katastrophenähnlichen Szenarien und Zuständen. 2. Schritt. Mache eine Person, ein Volk oder ganze Ethnien für diese Situation verantwortlich. Diese Flüchtlingsströme, unter denen unsere blühenden Landschaften begraben werden. Es ist wahr, es ist wahr. Die meisten Menschen wollen nicht in Dortmund leben, sondern essen. Diese Flutmassen, diese Menschenmassen, die auf uns lasten. Es ist wahr, dass die Kühe das Gras nicht rauchen, sondern fressen. Haut ab, wir wollen euch nicht. Wir wollen diese ganze Scheiße nicht noch einmal erleben. Weg mit euch! Geht! Verlasst diese Zeitachse und wandert in die Zeit, aus der ihr herausgefallen seid. Weg mit euch! Ich habe Angst davor, dass ich die Schule nicht schaffe. Ich habe Angst davor, dass ich Freunde verliere. Ängstlichkeit nimmt nicht dem Morgen seine Sorgen, aber dem Heute seine Kraft. Big Pan. Der Tactical Pen heißt wie ein Kugelschreiber. Ja! Sieht auch wie eine aus. Und ist auch einer. Boom. Nur mit dem extrem harten Gehäuse kann man auch eine Fensterscheibe zerschlagen, einen Baum durchtrennen oder einen Angreifer ausknocken. Für einige Tage schleiche ich im kleinen Radius umher, bis ich verstehe, dass es auch dieses Mal die Angststörung ist, die anklopft. Dann tippe ich mir in der engen Gasse, behutsam auf die Schulter, ergreife ich meine Hand und drehe mich langsam wieder um. Richtung Licht. Free yourself. Free yourself. 3. Schritt der Propaganda. Nun kommt das Erlösende. Zeige den Menschen auf, dass es nur mit dir wieder bergauf geht. Die Epoche, in der wir leben, ist geprägt durch Integration und Rassenmischung. Wollen Sie wirklich, dass Ihr kostbares, weißes Kind mit Negern zur Schule geht? Die Turner-Tagebücher, das Standardwerk der rassistischen und antisemitischen Bewegung. Wir können es uns nicht leisten, das System nur mit kleinen Anschlägen anzufallen. Die Blaupause des rassistischen Untergrundkampfes, der führerlose Krieg. Ein Rassenkrieg, den wir mit allen Mitteln führen wollten. Sie stecken Häuser an. Ermorden Menschen. Andere Zellen verstehen diese Botschaften und antworten mit neuen Anschlägen. Wir stacheln andere auf mit Parolen. Wir bearbeiten sie so lange, bis sie auch brüllen. Denn Brüllen macht frei. Brüllen macht stark. Brüllen macht einig. Und Brüllen ist deutsch. Das Oklahoma City Bombing von Timothy McVeigh war von den Turner-Tagebüchern inspiriert. 168 Menschen starben, darunter 19 Kinder. Der NSU tötete zwischen 2000 und 2007 10 Menschen, verübte 43 Mordanschläge und 15 Raubüberfälle. Die Erde hat Nahrung für alle in Fülle. Des Menschen Geist fand Mittel und Wege, die Kräfte der Natur zu übermächtigen. Stein in wahres Gold zu wandeln. In Brot. Und doch sterben hier die Menschen vor Hunger. Dort wird Weizen ins Meer geschüttet. Er liebt die Freiheit. Doch er fürchtet sich vor ihr. Und eher erniedert er sich und schmiedet sich selbst die Knechtfesseln.